Matthias, es ist eine Menge los hier rund um die Arena, das habt ihr ja auch schon mitbekommen. Die Invictus Games sind hier, aber wir sind natürlich ganz normal wieder im Trainingsbetrieb. Wie sieht's aus? Wie ist die Vorbereitung auf Rostock? Ja, ich glaube, wir sind noch wenig Spieler, weil die Nationalspieler noch nicht da sind. Aber ich denke mal, im Laufe jetzt heute und morgen kommen die Nationalspieler auch und dann sind wir wieder ein kompletter Kader und dann können wir wieder uns fokussieren auf Rostock und dann haben wir einiges vor und da anzuknüpfen, was wir letzte Woche aufgehört haben. Wie findest du das? Es sind ja ein paar Jungs auf Länderspielreise gewesen. Beobachtest du das auch ein bisschen? Freust du dich für deine Teamkameraden? Und ist es gut, wenn die dazu einsetzen kommen oder unter anderem auch Tore erzielen und dann mit Selbstbewusstsein wieder hier hinkommen? Ja, ich glaube, das ist immer eine große Auszeichnung, weil dann weiß man, dass man im Verein was Gutes geleistet hat, dass man eingeladen wird zur Nationalmannschaft. Es ist immer was Schönes. Ich glaube, es gibt nichts Schöneres, wie was wir jetzt in Deutschland eine Adler auf der Brust zu tragen und dafür für Deutschland zu spielen. Deswegen, ich finde es immer schön, wenn wir viele Nationalspieler haben und wenn sie dann Tore machen, so gute Leistung bringen, gerne wieder und dann hier zeigen und weiter so anknüpfen, wie wir letzten Wochen aufgehört haben. Du hast den letzten Block schon angesprochen, den wir sehr gut beendet haben. Zwei Wochen sind jetzt vergangen, in denen natürlich anders gearbeitet wurde als sonst, aufgrund der Tatsache, du schon angesprochen, weniger Spieler. Was nimmt man sich trotzdem vor, um daran anzuknüpfen, was man hinterlassen hat, sage ich jetzt mal, in den ersten fünf Spielen? Ja, erstmal will man wieder da anknüpfen, wo man aufgehört hat. Deswegen dreht man das weiter, was man gut gemacht hat. Aber es gibt auch Sachen, die man noch verbessern müssen. Aber wir haben jetzt ein gutes Testspiel gemacht, läuferisch gearbeitet. Deswegen ist es immer gut, in der Endpause was aufzuholen, was man vielleicht während der Saison nicht machen kann. Deswegen haben wir gut gearbeitet, gutes Testspiel gehabt und jetzt geht's weiter. Letztes Wort vielleicht zu Rostock. Schwieriges Pflaster. Ostseestadion ist bekannt, dir natürlich auch. Was erwartet uns? Ja, ich glaube, man weiß, wenn man gegen die Ostvereine spielt, es ist immer hitzige Atmosphäre, Fans unangenehm, Gegner unangenehm, deswegen heißt es dagegenhalten, zeigen, was wir können, vielleicht das Stadion ein bisschen stumm machen und da anzuknüpfen, wo wir vielleicht letztes Jahr aufgehört haben.